Ja, Mahlzeit Freunde, herzlich willkommen zu einer Videoantwort für den Toffer BOS. Ah, schön mal hier erstmal heißen Kaffee. Ja, hier, es ist Sonntagmittag. Gemütlich sitze ich ein bisschen dran, bastle an meiner neuen Homepage und habe gerade da so die Rubrik eingerichtet über sämtliche Giveaway-Veranstaltungen, die ich dann hier immer posten werde. Wenn ihr auch ein Giveaway macht und ein Video dazu online habt, dann gebt mir doch einfach kurz Bescheid, dann kann ich euer Giveaway hier verlinken. Dann, ne, macht vielleicht der ein oder andere mehr mit. Und hier bei der ganzen Verlinkerei von den aktuell laufenden Giveaways ist mir das von der Toffer BOS noch wieder aufgefallen. Siehst du, habe ich auch schon wieder vergessen. Da guckst du was an und dann zack, hast du es gleich wieder vergessen. Darum ist es nicht schlecht, wenn ich mir die hier mal alle da hintacke. Und da möchte ich natürlich auch gerne mitmachen. Denn beim Toffer gibt es gerade, der haut eine coole Softshelljacke mit Kapuze raus. Und mit Kapuzen finde ich recht gut, weil so windige Geschichten, so kann ich gar nicht leiden und es gibt keinen besseren Schutz. Ich habe zwar immer eine Mütze auf oder so, aber ja, da zieht sie mir den Kragen rein und so eine richtige Kapuze dran ist einfach optimaler Windschutz. Mein Problem ist ja, wir sollen ja noch ein bisschen über Jacken quatschen. Ich habe ja eigentlich so vier Jacken so im Betrieb, so für die etwas wärmere Jahreszeit. Gut, im Schwarzwald, wenn man davon von wärmerer Jahreszeit überhaupt sprechen kann. Ich habe hier von Deer Hunter so eine. Die haben wir mal gekriegt vom Bogensportverein, aber ihr seht ja auch, die hat hier Realtree Camo. Die ist ein bisschen leichter, sag ich mal, die ist gut für Herbst und Frühjahr. Und da habe ich auch, wenn es mal Herbst und Frühjahr regnet, noch eine Regenjacke. Auch in so einem, das ist Trapper Camo. Ja, das ist sehr camo-lastig. Und das nächste Problem ist im Winter, wenn es wirklich kalt ist, habe ich ja noch meine M65. Ebenfalls in Realtree Camo. Auch schwere Ausführung. Mit Winterfutter. Und ihr seht schon, mein Problem, wenn ich mit den Dingern in die Stadt latsche, zur Arbeit oder so, werde ich immer ein bisschen komisch angeguckt, weil ich hier aussehe wie der, keine Ahnung, halt gerade aus dem, das dazu gelegt, wie halt gerade so ein Hillbilly aus dem Wald. Darum habe ich hier auch meine, die, wo ich am meisten trage hier in der kalten Jahreszeit, habe ich eine Carinthia, die ist wirklich hammergeil. Die habe ich mir 2015 gekauft, als mir kalt geworden ist. Aber seit ich die trage, die HIK 3, die ist wirklich super warm. Das Problem ist bloß, die kannst du halt auch nur tragen hier bei uns im Schwarzwald, sage ich mal, November, Dezember, Januar, Februar, je nachdem, wie kalt der März ist. Aber ich sage mal so, die 4 Monate, ja, dann ab März ist es jetzt schon an manchen Tagen. Wir haben zwar jetzt erst letztens 15 Grad minus gehabt morgens, da ist sie natürlich super, aber es kann natürlich schon sein, du gehst am nächsten Morgen aus dem Haus, hatten wir dann schon wieder 5 Grad plus. Und dann ist sie halt schon wieder, ist eine Jacke für Minustemperaturen. Und ja, die hier ist eigentlich auch für die kalte Jahreszeit. Und die anderen beiden sind halt auch Camo. Darum habe ich gedacht, mache ich doch mal bei deinem Giveaway mit und wer weiß, vielleicht habe ich ja Glück. Denn die Jacke sah recht cool aus. Ich bin auch ein Freund von vielen Reißverschlüssen und Taschen. Ja, immer viel EDC hier dabei. Da ist es nicht schlecht, wenn man genug Stauraum hat und sie sieht doch noch relativ zivil aus. Ich sage mal so Jacken in Khaki, Oliv und Schwarz, das geht. Das fällt nicht so dramatisch auf in der Stadt, wie wenn du hier halt rumrennst, wie wenn du gerade von einer Treibjagd kommst. Das ist immer ein bisschen schräg angeguckt, obwohl man hier dann auf dem Weg zur Arbeit und wirklich nicht viele Leute begegnet. Aber in der Mittagspause, wenn dann hier so ein 2.000-3.000 Studenten in der Mittagspause in der Stadt unterwegs sind und du rennst da durch mit einem Kampfrucksack und von oben bis unten in Camo ist immer so eine Sache. Ne? Darum habe ich gedacht, brauche ich dafür die etwas wärmere Jahreszeit und Übergangszeit dann vielleicht doch ein bisschen was Zivileres. Wie nur Camo. Wenn ich meinen Kleiderschrank aufmache, da sieht es aus wie im Wald. Alles in Camo getarnt. Okay, Freunde, Toffer BOS, cooles. Giveaway habe ich leider mal verlinkt bei mir auf der Homepage. Ne? Vielleicht macht der ein oder andere mit. Freunde, macht mit. Gibt es eine coole Jacke zu gewinnen. Also, Fuhr Forest Film sagt Ende und over. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Hebeli. Macht's gut.